Glück bedeutet für mich. Glück bedeutet für mich. Glück bedeutet für mich. Ja, Glück bedeutet für mich. Glück für mich bedeutet. Also Glück bedeutet für mich. Glück ist. Glück bedeutet für mich. Glück bedeutet für mich. In den vergangenen Monaten wurden populistische Positionen zunehmend in der Öffentlichkeit platziert. Die oft anonymen Sphären der sozialen Netzwerke, aber auch Talkshows und zum Teil der öffentliche Raum werden für Äußerungen genutzt, die offen rassistische, homosexuellenfeindliche, antisemitische, muslimfeindliche und sexistische Haltungen transportieren. Am ersten Anne-Frank-Tag der Stadt Frankfurt öffnet die Partnerschaft für Demokratie Frankfurt die Innenstadt für künstlerische Aktionen, Auseinandersetzung und Intervention. Ausgewählte Kunstprojekte erkunden auf ganz unterschiedliche Weise den öffentlichen Raum und somit die Grenzen des Sag- und Wahrnehmbaren. Wie können wir Öffentlichkeit als demokratisches Korrektiv mit- und ausgestalten, um rechtspolitischen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen? Welche Impulse für ein demokratisches Miteinander können von künstlerischen Projekten ausgehen? Als ich mit 19 meine Ausbildung machte, wollte ich mich noch für mein Land einsetzen. Polizist sein. Wir hatten Angst. Wir mussten fliehen. Es gab eine Chance, falsche Identität und dann ins Ausland flüchten. Da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Ich war 19, als ich meine geliebte Heimat und Geburtsort verlassen musste. Ja, die Videos sind beeindruckend, weil man doch schnell vergisst, was man als Deutscher selber für eine Fluchtgeschichte hat. Und dass es doch universell ist, dass Menschen flüchten müssen vor Ungerechtigkeit, Krieg und so weiter. Es ist wichtig, dass man sich das immer mal wieder in Erinnerung ruft und das gezeigt bekommt. Deswegen finde ich die Videos toll. Gerade als ich diese Videos gesehen habe, ich dachte mir erstmal, ja, momentan Flüchtlingskrise, das ist wahrscheinlich so ein Video. Und dann meinte ich, ja, mein Name ist Hans. Dann ging es um die DDR und das hat mich so geschockt, weil sich so die Geschichte wiederholt einfach. Das ist einfach genau das Gleiche und dass es so differenziert wird zwischen DDR und was heute ist. Und dass Menschen sagen, nee, die können wir nicht aufnehmen. Und DDR, alle so, ja, müssen die alle aufnehmen. Das ist so krass, wenn man das so sieht, ich weiß nicht, was das für eine Aktion hier ist, aber haut einen weg. Dann danach die Videos hier, krass. Die Parallele herzustellen, dass das ja immer wieder im Leben vorkommt und immer wieder Menschen anders betrifft, dieses Thema. Ja, toll. Gefällt mir gut. Die Videos finde ich extrem, extrem gut. Also es zeigt mir als Bio-Deutscher, wo ich meine Löcher in der Geschichte habe und als schwarzer Deutscher, die ich nämlich auch bin, ist es so, ja Leute, guckt euch das an. Ihr denkt, ihr habt eure Geschichte drauf. Ihr könnt von dem Standpunkt eurer Geschichte argumentieren gegen alles, was nicht so aussieht wie ihr. Aber halt, ich gebe euch einfach nur ein anderes Gesicht und ihr steht total auf dem Schlauch und wisst nicht mehr, was wohin gehört. Und das finde ich total gut. Also ich finde, dass diese Videos sich mehr Menschen anschauen sollten. Und hat auch bei mir viel bewirkt jetzt nochmal, die Videos. Glück bedeutet für mich, in Deutschland geboren zu sein und hier zu leben. Glück bedeutet für mich, in Freiheit zu leben, das tun zu können, was ich möchte, auch meine Potenziale ausleben zu können und nach der Fasson zu leben, die ich möchte. Das ist für mich Glück. Glück für mich bedeutet, also eigentlich, wenn die so die Grundsachen gesichert sind, also wenn meine Familie, wenn es der gut geht, wenn ich was zu essen habe, wenn ich ein Dach überkomme, erstmal diese grundlegenden Sachen und dann, wenn ich tanzen kann, wenn ich meine Bücher lesen kann. Also wenn ich überlege, was ich so erlebt habe und wie ich mich wo gefühlt habe, dann merke ich, dass ich immer dann in den Momenten und an den Orten, wo ich die Möglichkeit habe, das, was in mir steckt, zum umzusetzen und in die Praxis umzusetzen,
und auch damit anderen irgendwas Gutes zu tun, dann bin ich glücklich. Glück bedeutet für mich unter anderem, etwas zu tun für das, was man gerne hat, beziehungsweise, dass man alles Erdenkliche macht, um das zu erreichen, was einem von Herzen wichtig ist und jeden Weg dafür zu gehen, egal wie weit er ist, egal wie schwer er ist und auch auf Umwegen dieses Ziel zu erreichen.